Leute, ich habe für dieses fucking Video Kleidung angezogen, also bitte guckt es euch zum Ende an, damit mein Opfer nicht umsonst bleibt. Danke. Willkommen zu einem Manga-Review. Ist ein bisschen unüblich, dass ich so normal Review-Videos zum Mangas mache. Es geht um Sankaria. Sankaria ist ja eine meiner absoluten Lieblings-Manga-Reihen. Es ist allerdings auch schon 2,5 Jahre her, seit ich die zum letzten Mal gelesen habe. Deswegen habe ich beschlossen, die ganze Reihe nochmal zu lesen und meine Erkenntnisse ausführlich zu dokumentieren, indem ich ein paar Reviews mache. Ja, ich plane jede Woche jetzt ein neues Review-Video zu einem neuen Band zu releasen, also schaut dann immer wieder mal vorbei oder abonniert mich. Fangen wir wie immer an mit der Beschreibung des Buches. Der junge Chihiro Furuya hat eine Leidenschaft: Zombies. Als er in einem uralten Buch ein Rezept findet, um Tote wieder zum Leben zu erwecken, beschließt er, es an seiner verstorbenen Katze auszuprobieren. Unerwartete Helferin bei seinem Experiment wird Riya Sanka, ein verzweifeltes Mädchen, das unter ihrem strengen Elternhaus leidet. In Chihiros Wundermittel sieht sie schließlich die Chance, ihrem unheimlichen Vater zu entkommen. Ja, anhand der Beschreibung kann man sicher schon in etwa denken, in welche Richtung die Story gehen wird. Sankaria, beziehungsweise Riya Sanka, wie man will, verwandelt sich im Laufe der Story in einen Zombie und lebt fortan ein ganz normales Leben zusammen mit Chihiro. Das, was mich an diesem Manga gehalten hat, war natürlich die einzigartige Prämisse. Ich meine, der Manga ist rausgekommen, bevor es so diesen richtigen Monster Girl-Hype gab. Aber selbst unter den Monster Girls sind Zombies ziemlich selten. Also ich glaube nicht, dass es. Also mir fiel jetzt kein Manga ein, in dem es um Zombies geht, die versuchen, ein ganz normales Leben unter Menschen zu führen. Problem, was ich allerdings jetzt mit diesem ersten Band hatte, ist der extrem langsame Storyfortschritt. In diesem Band sind 4 Kapitel drin und Reas Verwandlung zum Zombie geschieht erst zum Ende von Kapitel 3. Das heißt, man muss erstmal 3 Viertel dieses Bandes gelesen haben, bevor die Story eigentlich richtig Fahrt aufnimmt. Ich finde es gut, weil man lernt in der Zwischenzeit viel über Chihiro und Rea und die ganzen anderen Charaktere, die es da noch gibt, zum Beispiel Chihiros Cousine Ranko, die allerdings bisher noch keine größere Rolle in der Story einnimmt, außer der Fanservice zu sein. Was mir bei diesem Manga aufgefallen ist, es gibt zwei ganz unterschiedliche Arten von Fanservice, und zwar einmal den eher subtilen Fanservice mit Rea und den In-Your-Face-Fanservice mit Ranko. Also ich weiß nicht, Rea wird in sehr viele Situationen geschmissen, wo sie sexy aussieht, aber irgendwie ist das viel weniger auffällig und viel weniger aufdringlich als bei Ranko. Ich weiß, bei Ranko, in diesem ersten Band war eine Szene drin, wo Ranko gebadet hat und man hat halt sie komplett nackt gesehen, bis auf ihren Schritt, aber das ist egal. Ich finde den Fanservice ein bisschen störend, ehrlich gesagt. Der hat mich schon immer gestört. Muss nicht sein. Ich denke, es ist halt auch wieder so ein Teil, das macht zum Teil den Charme dieser Serie aus, dass es um einen fucking Zombie geht. Mit eigentlich einer echt abgefuckten Backstory. Also Reas Haushalt ist ziemlich. Aber dann diese edgy Elemente reinzuwerfen, das ist halt wie bei High School of the Dead. Irgendwie passt es auf eine ganz seltsame Art und Weise miteinander, zueinander, aber mich stört's einfach nur. Und etwas, was ich sagen kann als jemand, der die Reihe eben schon komplett gelesen hat: Es gibt so viele Hints in diesem Buch auf das, was später noch passieren wird, die man beim ersten Mal lesen gar nicht bemerkt. Finde ich absolut geil. Also, das sind halt irgendwelche solche Szenen, bei denen denkt man sich, wenn man das zum ersten Mal liest, so, ah ja, ist ganz witzig. Wenn man dann aber das zweite Mal liest, nachdem man die ganze Story schon kennt, dann denkt man sich so, oh, das hatte das also zu bedeuten, what the fuck? Also, man merkt, der Autor Mitsuru Hattori hat eigentlich schon einen sehr guten Plan, was Sankaria bringen soll, also was in der Reihe noch passieren soll. Und das finde ich ziemlich cool. Also Props an den Autor, dass er nicht einfach anfängt drauf loszuschreiben, wie es gerne viele tun. Insgesamt Sankaria, einer meiner Lieblingsmanga, weiterhin, hat halt ein paar Probleme mit dem Einstieg. Also der erste Band schreit nach: Kauf den zweiten! Und ich weiß ja auch schon, was im zweiten Band so grob passiert. Also im zweiten Band wird es schon besser. Ja, wenn euch die Reihe interessiert, solltet ihr schnell zuschlagen. Die Reihe hat 11 Bände und ich glaube, der dritte ist bereits out of print, also den findet man nur noch gebraucht. Deswegen, bevor die ganze Reihe weg ist, solltet ihr dringend
zuschlagen, würde ich sagen. Ansonsten bedanke ich mich für euer Beisein bei diesem Review und dann sehen wir uns demnächst schon bei einem neuen Review. Wenn ich endlich mich ausziehen. Oh Gott, ich klebe.